und günstig Kräuterbutter oder Knoblauchbaguette. Die 175 Gramm Packung nur 49 Cent. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Und, ja, drin im Warenkorb! Die Fussi-Box. Je 2 Pizzen, Pizzabrötchenboxen und Desserts. Nur 21 Euro. Jetzt schnell bei dominos.de reingrätschen. Jetzt bei Saturn. Wir feiern die beste Wiedereröffnung aller Zeiten. Mit sensationellen Rabatten. 15% auf alle LG-TV-Geräte und bis zu 30% auf 4 andere Produkte. Jetzt nur für kurze Zeit. In allen Märkten und online. Saturn. Der SSV geht weiter mit fantastischen Angeboten bei Dänisches Beckenlager. Spare 70% auf alle Gartenmöbel oder spare bis zu 70% auf ausgehende Möbel. Bitte passt aufeinander auf und denke daran, du kannst auch bei dänischesbeckenlager.de einkaufen. Dänisches Beckenlager, skandinavisch schlafen und wohnen. Einer für alles, alles für günstig. Das ist Netto. Und jetzt die Samstagskracher. Traubenmix, helle und dunkle. Ohne Kerne. Die 500-Gramm-Schale für... 3 Euro? Nee, für nur 1,49 Euro. Dann geh doch zu Netto. Schade, dass du kein Sofa bist, Herbert. Wieso? Na, dann könnte ich dich endlich gegen was Neues eintauschen. Alt gegen neu gibt's bei Carbs schon seit über 50 Jahren. Sichern Sie sich jetzt bis zu 3000 Euro für Ihr altes Sofa oder Bett. Carbs, bequemer geht's nicht. Minimare, der Entdeckerpark in Kalkhorst an der Ostsee, geht auf Zeitreise durch Mecklenburgs Geschichte. Seefahrer, Piraten, Hexen, einfache Bauernkarten und prachtvolle Schlösser. Themenparks, Miniatur. Bauwerke und Spielplätze. Minimare in Kalkhorst zwischen Lübeck und Wismar. www.minimare.de. Höfner. Fordern Sie mit Höfner den Sommer heraus und sparen Sie mit heißen Rabatten beim Möbelkauf. Heizen im Sommer. Höfner schenkt Ihnen heiße 36% Rabatt auf Möbel und Küchen, damit Ihr Portemonnaie einen kühlen Kopf behält. Mehr unter Höfner.de. Deutschlands größtes Feuerwehrmuseum lädt ein. Auf 4500 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentiert das Internationale Feuerwehrmuseum Schwerin Fahrzeuge, Anhänger, Großgeräte, Helme, Technik und Utensilien rund um die Feuerwehr. Ein Muss nicht nur für Technikfreaks und Feuerwehrleute. Das Internationale Feuerwehrmuseum Schwerin, direkt am Fernsehturm. Täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, außer montags. Mehr Infos unter www.ifm-schwerin.de. Es ist 14 Uhr. Hier ist Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern, mit dem Wichtigsten aus unserem Land, Deutschland und der Welt. Fahrer verletzen sich schwer bei Unfällen am Garten. Gedenken der Opfer des Messerangriffs in Würzburg. Das Wetter meist wolkig bei 22 Grad. Guten Tag, ich bin Christine Kwasny. Gleich 2 schwere Verkehrsunfälle des Beritz-Dammgarten gegeben. Ein 39-jähriger Mann ist mit seinem Motorrad in einer Kurve in Flümmendorf gestürzt. Dabei ist er verletzt worden. Er musste mit dem Schrauber in die Klinik gebracht werden. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Die Ursache ist noch unklar. Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich auf der B105. Hat bei Ribnitz-Dammgarten ein Transporterfahrer einem Auto die Vorfahrt genommen. Dabei sind die Fahrzeuge zusammengekracht. Die beiden 64- und 62-jährigen Fahrer des Autos sind schwer verletzt worden. Sie wurden mit dem Rettungswagen nach Rostock ins Krankenhaus gebracht. Auch der 42-jährige Transporterfahrer wurde schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen nach Stralsund. Der Sachschaden liegt bei 40.000 Euro. Der Rostocker Stadthafen ist beliebt. Fast jeden Tag sitzen Jung und Alt hier, schwatzen und grillen. Aber sie sind auch laut, oft betrunken und den Müll, den lassen sie liegen. Darüber ärgern sich viele Anwohner. Die Hansestadt und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock will jetzt etwas dagegen tun. Ab dem kommenden Wochenende stellt sie nach eigenen Angaben mehr Toiletten auf und setzt mehr Personal für die Müllentsorgung ein. Außerdem sollen Ordnungskräfte und Mitarbeiter von Supermärkten und Tankstellen auf Jugendliche einreden, sorgsam mit dem Alkoholgenuss umzugehen. Viele Milchbauern im Land haben in den vergangenen 10 Jahren aufgegeben. Schuld sind vor allem die stark schwankenden und oft niedrigen Milchpreise. Das teilt das Statistische Amt mit. Es gibt 34% weniger Milchbetriebe als noch vor 10 Jahren. Auch die Zahl der Schweinehalter ging 2010 um knapp ein Drittel zurück. Deutschland und die Welt. Eine Woche nach dem Messerangriff in Würzburg mit 3 Toten wird heute in der Stadt der Toten und Verletzten gedacht. Angemeldet sind Gedenkkundgebungen aus dem linken wie aus dem rechten Spektrum. Ostseewelle-Reporter Stefan Schütz. Wir
Opfer und Lesung. Demokratie und Zivilcourage Ende der Trauerveranstaltungen organisiert. Zuletzt wurde bekannt, dass sich das Amtsgericht Würzburg in 4 Fällen mit der Frage beschäftigte, ob der Messerstecher wegen psychischer Auffälligkeiten in einer Einrichtung untergebracht werden soll. 3-mal kam es nicht dazu. Im 4. Fall ist ein Auftrag gegeben worden, 2 Tage vor der Tat. Stefan Schütz. Offenbar steht der Komplettabzug der internationalen Truppen aus Afghanistan kurz bevor. Die USA und die NATO haben ihre letzten Soldatinnen und Soldaten vom Hauptstützpunkt Bagram abgezogen. Das Gebiet nahe der Hauptstadt Kabul ging an die einheimischen Sicherheitskräfte. Die Amerikaner wollen bis zum 1. September aus Afghanistan raus sein. Wann immer etwas Wichtiges passiert, ihr hört es sofort bei Ostseewelle. Und jetzt das Wetter. Das Wetter wird präsentiert von Hammerich Gesunde Schuhe Wismar. Willst du mit mir durchs Leben gehen? Mit Hammerich Gesunde Schuhe. Den Schuh ziehe ich mir an. Hammerich-Orthopädie.de 21 Grad am Wasser. 22 auch in Görn-Levin, direkt am Schloss. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Sonst gibt es erstmal zu meckern. Es bleibt wechselnd bewölkt heute, überwiegend auch trocken im Land. Und der 2-Tage-Trend sieht ähnlich aus. Morgen Sonne-Wolken-Mix und Vorpommern kann es vereinzelt mal nass werden. Aber auch nicht überall, bei 25 Grad. Und übermorgen sehr viel Sonnenschein. 27 Grad maximal. 14.04 Uhr, Ostseewelle hier mit dem besten Verkehrsservice für unser Land. A20 Richtung Stettin, in der Baustelle Triebsee ist einmal Stau, hier 20 Minuten bitte mehr einplanen. Landkreis Vorpommern-Greifswald, B111 zwischen Güskow und Grinko, Motorradunfall, Polizei ist da, leitet euch dran vorbei. Außerdem B111 zwischen Insel Usedom und Wolgast, in beiden Richtungen 20 Minuten Zeitverlust. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, B192 zwischen Altschwerin und Malchow, kurz vor 10 gab es einen schweren Unfall, die Bergung läuft, hier halbseitig gesperrt. Stadtverkehr Rostock, Tessiner Straße, Höhe Neurochentin, Stau an der Baustelle, hier stadteinwärts 15 Minuten Zeitverlust und die Blitzer stehen an der A11 Richtung Stettin in der Baustelle Schmölln, A14 Richtung Wismar, Höhe Klateberg, B96 Rügenzubringer Richtung A20, Höhe Andershof, unterm Abzweig Godendorf Richtung Fürstenberg, B104 Schwerin-Wismarsche Straße und in Papendorf Richtung Pasewalk, B106 Springer Umgehung zwischen Krebsförden und Görries, B109 zwischen Hanshagen und Dietrichshagen beidseitig, B192 am Ortsausgang Waren Richtung Schlön, B194 zwischen Metro und Borrentin, B196 in Dalkwitz aus Bergen kommend, dann B208 zwischen Bismar und Metelsdorf, in Bansin an der Seestraße bitte aufpassen, Barth am Flugplatz Richtung Löcknitz stehen sie, außerdem zwischen Rippnitz-Dammgarten und Karl-Müritz, zwischen Sahnitz und Benfeld, Stralsund, Triebseer, Wiesen und in Waren haben wir noch einen Röbeler Chaussee statt einwärts. Zietlitz Richtung Pinnow auch bitte aufpassen. Habt ihr auch welche gesehen? 1, 49, 78, 1. Keiner meldet mehr. Ostseewelle, die meiste Musik mit allen aktuellen Hits für euren Nachmittag.